So, meine sportlichen Ziele sind insofern, dass ich bei mehreren Wettkämpfen mitmachen will, sowohl im Bereich Bodybuilding als auch im Bereich Powerlifting. Bei Bodybuilding gibt es da noch viel mehr Klassen, da müsste ich echt mich erstmal nochmal richtig durchlesen, wo ich überhaupt ja, mitmachen will, aber wahrscheinlich eher so in die Kategorie Men's Physik oder so. Also nicht so in ultra dünnen Höschen auf der Bühne, so Bodybuilder-mäßig. Also da finde ich so dieses Model-mäßige, Strandbody-mäßig cooler, auch wenn ich möglicherweise schon vielleicht zu viel Masse dafür hätte. Dann zu dem Zeitpunkt muss ich einfach mal sehen, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, in irgendeiner Weise möchte ich Bodybuilding-Wettkämpfe machen. Ich habe das, schätze das etwa so Sommer nächsten Jahres ein, würde ich etwa was machen. Weil, wie gesagt, im letzten Video, da sind noch ein paar Sachen, die ich optisch an mir verbessern müsste, um die Proportionen besser hinzubekommen. Halt Beine, Schultern, Arme. Und dann ist natürlich auch so, von Anfang an habe ich mich aber natürlich immer für Powerlifting interessiert und mache das ja auch, aber halt durch dieses ganze Diäten und so kommt man halt kaum Kraftfortschritte machen. Und das versuche ich halt jetzt entsprechend nachzuholen. Deswegen auch dieses überstürzte, extrem viel Essen, weil ich versucht habe, in kürzer Zeit so viel wie möglich nachzuholen, was ich halt in den ganzen Monaten alles nicht gepackt habe oder halt einfach, wo ich keine Fortschritte gemacht habe, habe ich das halt eben versucht zu kompensieren, indem ich jetzt sozusagen richtig reinhaue, ganz viel esse, ganz viel trainiere und so. Also viel trainiert habe ich schon immer, aber dass ich halt eben gedacht habe, wenn ich jetzt ganz viel esse, dann könnte ich halt, ja, wie gesagt, das irgendwie ein bisschen nachholen. Ich weiß jetzt nicht, wie sagen soll, ob es gelungen ist oder nicht. Ich habe gute Fortschritte gemacht. Die waren jetzt nicht episch, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte es ein bisschen weniger Essen auch getan. Auf jeden Fall, insofern möchte ich natürlich irgendwann wieder schön aussehen und wahrscheinlich auch längerfristig. Das mache ich halt eben jetzt nur kurzfristig, dass ich ein bisschen fetter bin, weil ich halt einfach dieses Essen nutzen will, um richtig viel Kraft aufzubauen, so schnell wie möglich, um wirklich auch jetzt gerade, wie gesagt, Weltrekorde wird schwierig, aber im Bereich YouTube, um mich da abzusetzen, um im Vergleich, wenn man so zu verschiedenen Kanäle guckt, dass man sagt, oh krass, dieser Robin, der ist aber stark, der kann 300 Kilo Kreuzheben ziehen. Puh, das kann bis jetzt aber von den YouTubern können das nicht so viele. Ja, das ist vor allem auch einer meiner Ziele. Und weil, ja, weiß nicht, irgendwie schön aussehen oder so, tun viele, ne? Aber dann wirklich mit Zahlen zu sagen, bam, das schaffe ich, das ist nochmal eine andere Sache. Und deswegen das, aber wie gesagt, ich werde da jetzt erstmal noch, ich werde jetzt auch nicht mehr so viel essen, weil ich habe auch gar nicht mehr den Hunger dazu. Ich werde mal gucken, wie das sich die nächsten Wochen weiter ja, entwickelt. Auf jeden Fall, ich werde versuchen, Powerlifting-Wettkämpfe zu machen. Ich werde mich nochmal informieren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, da habe ich mich noch, ich habe nur grob gedacht, so ja, ich will welche machen, aber ich habe mich noch gar nicht richtig durchgelesen. Auf jeden Fall irgendwas so gegen Herbst und dann nochmal nächstes Jahr für die FIBO und für mögliche Bodybuilding-Wettkämpfe oder so mich runterschredde, dass ich da vorher nochmal einen Powerlifting-Wettkampf mache. Aber also das sind so etwa meine Ziele und langfristig möchte ich natürlich auch bei Powerlifting bleiben, aber wie gesagt, sieht man auch beim Training, ich achte darauf, dass die Proportionen stimmen und dass ich halt auch einigermaßen gut aussehe. Vielleicht ist sogar mittlerweile bei mir noch andersherum, dass mein Oberkörper im Gegensatz zu meinen Beinen ein bisschen überproportioniert ist. Das war auch mal andersherum. Aber ja, ich denke, jetzt wird sich vor allem auf die Beine konzentriert, weil Kniebeugen und Kreuzheben halt eben zwei sehr beinlastige Übungen sind. Und ja, ich hoffe, dass ich da, ja, wie gesagt, gute Fortschritte machen kann, gut was reiße und ja, groben kann man sagen, ich will jetzt die nächsten Monate noch versuchen, Kraft und Masse aufzubauen, so gut wie möglich. Und dann vielleicht so ein bisschen Diät machen, entscheide ich dann spontan, damit ich halt wieder ein bisschen besser aussehe. Weil so fett wie ich bin, ist schon ein bisschen
Ne? Fühlt sich nicht ganz so cool an. Auf jeden Fall, und dann auf jeden Fall spätestens zur Fibo nächstes Jahr tauche ich, ne? Richtig shredded auf, beste Form meines Lebens und so, ihr wisst. Wer gemeint ist. Mein Ziel ist auf jeden Fall, ihn einzuholen. Ja, das halte ich auch für realistisch. Kommt drauf an, in welchem Zeitrahmen. Langfristig auf jeden Fall. Und ja, wird man sehen, was draus wird, ne? Dann.